Hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier. Neuerscheinungen Dezember 2015 für die PlayStation 4. Viel Spaß dabei. Am 1. Dezember ist es soweit. Mit Rainbow Six Siege startet der letzte große Multiplayer-Titel dieses Jahres. Die Closed Beta für Rainbow Six ist bereits abgeschlossen, aber wer daran nicht teilgenommen hat oder immer noch Bock drauf hat zu testen, kann vom 25. bis zum 29. November an der Open Beta teilnehmen. Bei Rainbow Six handelt es sich um einen Taktik-Shooter, der eine Mischung zwischen Counter-Strike und Black Ops bietet, wie ich finde. Dabei vereint sich die Taktik und das Teamwork aus Counter-Strike, beziehungsweise es ist noch taktischer, mit dem Klassensystem mit Spezialfähigkeiten von Black Ops. Was das Ganze besonders macht, ist das komplett zerstörbare Umfeld oder sehr stark zerstörbare Umfeld, das dem Spiel eine besondere Dynamik verleiht und jede Runde ein neues Erlebnis darstellen soll. Typisch für Rainbow Six startet jedes Match mit einer Planungsphase, die auch unbedingt nötig ist, und in der gilt es, zum Beispiel sich zu verbarrikadieren oder Fallen zu legen bzw. den Feind auszuspionieren, um sich so einen Vorteil zu verschaffen für die kommende Runde. Außerdem darf man sich aus einem umfangreichen Arsenal aus Waffen, Sprengstoffen und Co. wie zum Beispiel Schutzschilden bedienen. Ebenfalls am 1. Dezember erscheint das neue Just Cause, nämlich Just Cause 3. Just Cause steht seit jeher für krasse Action, Explosionen und riesiges Chaos. Einige Jahre nach Just Cause 2 kehrt unser Held Rico Rodriguez auf seine Heimatinsel Medici zurück, auf der mittlerweile ein böser Diktator regiert und sein Unwesen treibt und natürlich, wie sollte es anders sein, nach der Weltherrschaft strebt. So machen wir es uns natürlich zur Aufgabe, seine Machenschaften zu durchkreuzen und beginnen damit, seine Propagandamaschinerie zu zerstören. Dabei steht uns ein riesiges Waffenarsenal zur Verfügung, sowie spaßige Gadgets wie zum Beispiel der Greifhaken. Zur Fortbewegung nutzen wir eine Vielzahl von Vehikeln oder unseren Fallschirm bzw. den neu integrierten Wingsuit, die man auch alle drei perfekt zusammen mit dem Greifhaken kombinieren kann, um sich so bequem fortzubewegen. Ja, das ist auch wichtig, denn auf über 1000 Quadratmetern gilt es, seine Heimat vom bösen Diktator zu befreien und seinen Einfluss zu zerschlagen, indem man diesen Einfluss durch gezielte oder halt auch eben durch chaotische Zerstörung seiner Propagandaapparate dezimiert. Sofern Square Enix nichts dagegen hat, denn bei denen ist es immer etwas schwieriger, eine Erlaubnis zu bekommen, dann wird es diesen Titel als Let's Play auch auf meinem Kanal geben, zum 1. Dezember. Also für alle Fans des Chaos und der packenden Action lohnt sich das Einschalten bei mir. Mit der Dynasty Warriors 8 Extreme Legends Complete Edition erscheint am 11. Dezember bereits die zweite Complete Edition mit gleichem Namen für die PlayStation 4, die alle DLCs beinhaltet, die bereits erschienen sind. Mit über 80 spielbaren Charakteren und etlichen Quests und Nebenquests, die euch durch Massenschlachten führen, bietet diese Version auf jeden Fall genug Inhalt, um euch durch den Winter zu bringen, bis die neuen Spiele kommen im Januar. Ich hoffe, dann schaltet ihr auch wieder ein, wenn ich euch die Neuerscheinungen für Januar 2016 präsentiere. Also macht's gut, Leute. Bis dann, ciao, ciao, euer Silent.